Brigitte, Marion, ich, Gerd und Janina machen jetzt, tun jetzt so, als wären wir beim Workshop und ich wäre neu. Und ich würde jetzt mal lernen, wie das geht mit dem Trommeln. Da hast du gesagt, es ist so, dass ich eigentlich erstmal alle möglichen Trommeln ausprobieren würde. Warum? Es ist so, dass du eigentlich anfängst erstmal mit den Handübungen, also rechte Hand, linke Hand, das machen wir gleich auch. Und dass dann praktisch, wenn so die ersten Trommelübungen absolviert worden sind, dass man so ein Gefühl hat, nimmt man eigentlich bei jedem neuen Titel immer wieder eine andere Trommel oder auch zwischendurch, bis du das Gefühl hast, dass du dich wohlfühlst mit der Trommel oder es dir gut geht mit der Trommel. Weil die unterschiedlichen Bespannungen, wir haben Wildschwein, wir haben Reh, wir haben Strauß, Bison, das ist ein Elchkalb, das ist eine Heidschnucke, bewirken unterschiedliche Energiebündelungen auf die Zentren, die Chakren, die wir in unserem Körper haben. Wenn eine Trommel ganz tief klingt, so wie diese hier, dann ist das Wurzelchakra, zumindest der untere Bereich. Und wenn eine Trommel sehr hell klingt, wie die, das geht schon Richtung Kopf, Kronenchakra, drittes Auge als Beispiel. Für die Menschen, die da ein bisschen von verstehen. Und wenn du dich wohlfühlst, dann hast du eine Trommel gefunden, die das Chakra, was am meisten Unterstützung braucht, in diesem Moment dann beeinflussen kann. Nun ist es so, dass ich zum Beispiel Yoga mache und mich mit solchen Sachen schon mal auseinandergesetzt habe und da auch ein bisschen, also das verstehe, wenn ich das so höre, wenn du jetzt Workshops gibst in irgendwelchen Arbeitsstellen, wo die Leute quasi da hingezwungen sind von den Arbeitgebern, mach dir das mal. Wie überzeugst du die davon? Weil es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, oder manche Leute, die sagen, was ist denn das für ein Quatsch mit den Chakren oder mit den Energien? Ja, ne? Und wie gehst du mit den Leuten tatsächlich um? Ich bin eigentlich ganz nett und dann arbeite ich mit Schaubildern und erkläre denen so ein bisschen den Hintergrund, ne, die Yoga-Menschen wissen das, ist erstaunlich, dass die meisten Menschen auch schon mal was davon gehört haben. Und es ist nicht zwingend notwendig. Es ist nicht so, dass der Mensch jetzt gucken muss, was macht mein Wurzelchakra, was macht mein Solarplexus. Ich erkläre so ein paar Beispiele, wenn man schlecht drauf ist oder man hat ein ungutes Gefühl, merkt man das hier in der Bauchgegend, also im Solarplexus, der ist am sensibelsten. Verliebt ist man im Herzbereich immer und sehr offen. Der Mensch versteht das ziemlich schnell, aber wenn sie einfach sagen, okay, ne, für mich ist das kein Ding, ich mache keine Chakrenarbeit, dann reicht es einfach aus, wenn der Mensch sagt, okay, diese Trommel, die ich jetzt gerade habe, die fühlt sich besser an, ich habe das Gefühl, ich spiele besser darauf, dann hat es schon getroffen. Okay. Egal, wie es lokalisiert wird. Dann treffen wir jetzt mal und ich lerne jetzt mal was. Ich habe es noch nicht gemacht, deswegen, was muss ich machen? Ja, ich muss das Mikrofon dann aus der Hand kriegen. Ja? Im Grunde genommen ist es so, dass wir alle Menschen, die anfangen, einladen, die Trommel umzuschnallen. Das haben wir schon gemacht. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen Aufwand und Prozedere. Die muss ja auch so sitzen, dass du nicht den ganzen Abend oder den ganzen Workshop-Tag mit geschlossenen Beinen da sitzt. Sonst fangen die irgendwann an zu zittern, die Oberschenkel. Und dann nehmen wir einfach rechte und linke Hand und versuchen einfach, die so auf das Feld zu legen, dass in der Handmitte praktisch Ende ist. Das heißt also, zwei Drittel der Hand liegen so ungefähr auf dem Fell und spielen dann abwechselnd einfach nur rechts und links. Wir machen nichts anderes bei keinem Workshop-Titel, egal was für Titel wir spielen, auch auf der CD, ist effektiv immer nur rechts, links. Hand-to-Hand nennt man das. Schlagzeuger und Perkussionisten kriegen die Krise, weil die fangen alle damit an und wollen dann was anderes machen. Wir bleiben einfach dabei. Okay. Das pendelt den Körper aus und das Erstaunliche ist, es synchronisiert die Gehirnhemisphären. Oh, ob das bei mir funktioniert, ich weiß doch nicht. Doch, wir werden es erleben hinterher. Okay. Also dann machen wir das jetzt mal. Ich soll das mal ablegen. Ja. Oder ich lege es hier in den Karton vielleicht ein paar Minuten. So. Es kann nichts passieren, ist ausgeschaltet. So. Gut. Die anderen machen das auch mit. Ne? Die anderen machen das auch mit? Das. Ja, okay. Wir probieren einfach rechts, links in deiner Geschwindigkeit. Ach, ich fange an? Fangen wir einfach an. Das machen wir in der Regel ein paar Minuten, nicht sehr lange, bis man so das Gefühl hat, du hast den Rhythmus schon gefunden. Aber es gibt auch Menschen, die tun sich ein bisschen schwerer. Warte mal ganz kurz. Christoph, würde es mir einen Riesengefallen tun, vielleicht das Mikrofon für den Gerd halten. Dann kann er mit mir reden und gleichzeitig trommeln. Das wäre super schön. Das liegt da auf dem Boden. Der Christopher kommt gleich und hilft uns mal. Sind meine Hände denn richtig? Dann bist du schon okay. Danke. Im Grunde bist du schon okay. Wenn wir jetzt eine Sekunde aufhören, erkläre ich dir den zweiten Schritt. Das ist so dieses Balltuppen-Handling, sodass man im Grunde genommen
die Hand nicht unten liegen lässt, sondern beim Anschlag immer wieder so leicht hochnimmt, dann klingt die Trommel am optimalsten. Merkst du, das ist ein ganz anderer Ton? Ja, aber die Finger müssen zusammen sein oder auseinander? Zusammen sein und die Hände ein bisschen gerade gespannt. Wie beim Basketball halt. Im Grunde genommen so, wie ich das mache, das ist so der zweite Schritt, als wenn du so eine Flosse haben würdest. Merkst du, der Ton wird schon anders als vorher. Macht Spaß. Und das machen wir jetzt auch, indem wir in die Mitte gehen und die ganze Hand mit dem Daumen nehmen und schlagen einfach die Bässe. Und jetzt wird es ganz dunkel. Und jetzt müsstest du das eigentlich tief im Körper schon spüren. Ja. Die Schwingungen. Aber es tut auch ein bisschen weh an den Händen. Oder soll ich vielleicht nicht so heftig schlagen? Du schlägst heftig. Ja, wenn du es noch nie gemacht hast, wirst du es merken, dass es jetzt ein bisschen kribbelt oder warm wird. Aber man hat das Gefühl, man kann richtig Aggressionen rauslassen. Das ist möglich, ja. Heißt das, dass ich aggressiv bin? Vielleicht, nein, ne? Nicht unbedingt. Christopher, was bin ich? Doch. Er hat es bestätigt, siehst du? Und da ich jetzt den Rhythmus vorgegeben habe, ist es das, wie mein Herz schlägt gerade? Kann man das sagen? Nein, nein. Das hat damit nichts zu tun. Das liegt nur daran, wie du dich momentan fühlst. Und wenn du schon sagst, okay, du spielst das relativ kraftvoll, signalisierst auch Freude, dann ist es eigentlich für dich zunächst mal ein Riesenspaß. Ja, ist auch. Und es ist natürlich auch denkbar, man hat auf irgendwas vielleicht eine Wut und dann schlägt man auch ruhig mal kräftiger. Ja. Und ich kann dann auch schneller werden? Man kann dann auch schneller werden, logischerweise. Aber es wird schon rot. Ne? Ja. Das ist schon knallerrot. Ja, aber es macht echt Spaß. Ja, was ich dir nicht verraten habe, wenn du das jetzt noch 10 Minuten machen, werden die Hände automatisch auch größer. Aber das bildet sich mit der Zeit zurück. Wirklich? Aber bei meinen kleinen Händen würde das gar nichts ausmachen? Nein, absolut nicht. Und das wäre jetzt, wie lange würde das jetzt so weitergehen bei so einem Workshop? Im Grunde genommen spielen wir immer so eine Stunde lang. Mhm. 50 Minuten bis eine Stunde, immer wieder mit kleinen Pausen einen Rhythmus, bis der Workshop-Teilnehmer, am Anfang der Workshop ist ganz besonders schwierig, im Anfang einen Fluss zu kriegen, bis der Workshop-Teilnehmer das aus dem Kopf spielen kann. Die Rhythmen sind sehr einfach und irgendwann hat man seine Pünktchen gesehen, wir haben so schöne Notenpünktchen hier und hat den Rhythmus dann 2-3 Mal gespielt und dann kann man die Augen schließen und loslassen und spielt den praktisch aus dem Kopf. Dann würde ich jetzt gerne den Zauberwald spielen, bitte. Wir spielen den Zauberwald und du spielst deine Variante mit. Darauf. Ja, okay. Ja? Okay, okay. Wir machen. Das machen wir und dann bedanke ich mich schon mal sehr, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ihr habt eine CD oder mehrere CDs mitgebracht, die könnt ihr bei uns gewinnen. Eine E-Mail schreiben an emily@nrw.tv und ansonsten kriegt ihr alle Infos über Gerd und seine Seminare bei uns auf der Seite, da sind alle Seiten verlinkt und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich sage das nur, weil der Christopher nämlich gleich dran ist und deswegen muss er sich schon verabschieden. Danke, dass ihr da wart und wir üben jetzt mal Zauberwald, aber ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben, also jetzt. So. Ja, ja. Du fügst dich ein und spielst das dazu, was du so meinst. Okay. Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch heute. Und jetzt gehen wir ab zum Klick-Klick.